Hallo meine lieben Fische und herzlich willkommen zu eurem heutigen Liebesorakel. Ich habe für euch schon mal drei Karten aus dem Deck springen lassen, die mir sagen, das könnte eine wundervolle Legung werden. So oder so möchte ich dich aber bitten, wirklich ganz genau in dich hineinzuspüren und dich darauf einzulassen, ist es deine Botschaft oder ist es nicht deine Botschaft? Wenn du direkt merkst, nee, ist nicht meine Energie, ist nicht die Situation, in der ich mich befinde, dann mach das Video bitte einfach aus, denn dann ist es die Botschaft für einen anderen Fischegeborenen. Schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten an, zu deinem Mondzeichen, zu einem anderen Sternzeichen, wenn du dich da irgendwo hingezogen fühlst. Scroll durch meine Playlists, jedes Sternzeichen hat eine eigene Playlist auf meinem Kanal. Vielleicht spricht dich ein Video an, das ich vor einem Jahr gedreht habe oder so. Aber schuster dich nicht in eine Legung hinein, die nicht auf deine Situation passt. Dann noch ein kleiner Hinweis an meine Crosswatcher, das heißt an diejenigen, die für einen Fisch hier eingeschalten haben. Manchmal richtet sich so eine Legung direkt an dich, denn du bist derjenige, der das Video einschaltet. Also ne, habe auch ein bisschen Acht darauf, in welcher Position oder ne, welche Rolle dir gehört. So. Meine lieben Fische, ich sehe in eurer Legung ein bisschen eine Energie von diesem letzten Wochenhoroskop. Ich habe gestern, das werde ich heute auch auf meinem Kanal noch bekannt geben, ich habe gestern eine kleine Zeremonie mit meiner lieben Freundin Susi gemacht zur Sommersonnenwende und habe da auch ein paar Karten dazu gelegt. Und es geht offensichtlich, ne, Sommersonnenwende haben wir heute, wo euer Video online geht. Es geht in diesen nächsten Wochen, ne, Sommersonnenwende ist ein Wendepunkt-Energie, wieder um Verbindungen, sich näher kommen, sich wieder einlassen, Vertrauen schaffen, neue Erfahrungen innerhalb von Beziehungen machen. Und dieses Wochenhoroskop, das ich gemacht habe, ich habe schon beim Legen da gespürt, das hat eine längere Gültigkeit als jetzt nur eine Woche. Und in sowohl dieser Legung, die ich gestern zur Sommersonnenwende gemacht habe, als auch in der Wochenlegung liegt oder fielen die zwei Kelche. Und auch in eurer Legung liegt hier für die Zukunft die zwei Kelche, die hier heißen Coming Together. So, ich fragte ja hier nach einem Zeitstrahl, ne? Habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. In deiner Vergangenheit liegt der Tod. Der Tod heißt hier Release. Ich nehme hier Transformationsprozesse wahr. Ne? Das können, ich habe das in euren Legungen schon öfters wahrgenommen, dass hier irgendwie dass ihr schwierige Zeiten hinter euch habt, dass sich viele Dinge verändert haben, vielleicht auch wirklich in euch, dass ihr euch mit euren seelischen Altlasten auseinandergesetzt habt, dass da tiefgreifende Transformationsprozesse passiert sind, dass Dinge geändert haben, ne, dass es wirklich auch Veränderungen gab in eurem Leben und dass ihr ganz viel, ne, Release heißt loslassen, dass ihr ganz viel losgelassen habt in den letzten Wochen, Monaten und möglicherweise auch in den letzten Jahren. Im Hier und Jetzt liegt der Turm und der Turm heißt hier Rebuild und Rebuild ist ein Wiederaufbau und ich habe irgendwie das Gefühl, es geht vor allem um den Wiederaufbau deines Liebeslebens und möglicherweise auch um den Wiederaufbau von bestimmten Partnerschaften, aber eben mit der Turmenergie überraschend ebenfalls völlig transformiert, völlig verändert. Das können unerwartete Begegnungen sein. Das kann sein, dass etwas in deinem Leben passiert, das du nicht richtig auf dem Schirm hattest oder was nicht so richtig dein Plan war. Aber es dreht dein Leben irgendwie wieder auf den Kopf, aber eben mit dieser Zwei-Kelche-Energie in eine absolut positive Richtung, ne? in eine sich verbindende Richtung. An der Unterseite des Decks, und das möchte ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten, ist die Karte Share the Love, drei Kelche. Und ich entweder, ne, überraschend gesteht dir jemand seine Liebe, du verliebst dich überraschend in jemanden und hast das Gefühl, ich möchte mein Herz wieder in die Hände von jemand anderen legen. Ne, drei Kelche, drei Kelche-Energie sind hier hinten Pärchen. Also das hat hier nichts mit irgendwelchen Dreierkonstellationen zu tun, sondern die drei Kelche ist eine Energie des Zusammenkommens, der guten Momente. Ne? Die drei Kelche ist auch so eine Erntedankkarte, deswegen irgendwie so eine Dankbarkeitsenergie von schön, dass du in meinem Leben bist, schön, dass du wieder in meinem Leben bist. Ne? Also share the love, teile die Liebe. Genau das nehme ich wahr, dass hier in eurem Liebesleben eben passieren könnte.
Gut, meine Lieben, wir schauen mal. Ich hätte gerne eine Hauptenergie. Okay, meine Lieben. Wowski. Die Seelengefährten und das Mitschöpfertum. Mitschöpfertum heißt, ne, eine Beziehung besteht aus 50-50. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, ne, zusammenzukommen, an einem Strang zu ziehen, miteinander auszuklabustern, wie bauen wir diese Beziehung auf, ne, wo man einfach so, ja, gemeinsam daran schöpft, ist jetzt kein deutsches Wort, schon klar, aber gemeinsam daran schöpft, daran arbeitet, eine ganz tiefe, echte, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. I love it, meine lieben Fische. So, ich hätte gerne eine Hauptenergie hier für das Liebesleben meiner Fische. Der Stamm, meine Lieben, der Stamm an der Unterseite des Decks ist für mich immer so eine Soul-Family-Energie, ne? Das, was zusammengehört, findet zusammen. Es ist die Karte 8, also es kann ein Hinweis darauf sein, dass sich diese Energie eben so ein bisschen in August reinzieht. Interessant. Wir schauen mal. Okay. Unfinished Business, meine Lieben, die unvollendete Sinfonie. Okay. I didn't expect this. Habe ich jetzt nicht erwartet, meine Lieben. Wir gucken. Wir gucken, meine Lieben. Warum liegt der Tod in der Vergangenheit meiner Fische? Die 8 Kelche, den Herrscher, die 3 Stäbe. Okay, also, ich sehe hier mit den 3 Stäben und den Herrscher eine andere Person. Und irgendwie haben die Erwartungen, 3 Stäbe, nicht übereingestimmt. Irgendwie haben die Zukunftsperspektive nicht übereingestimmt. Das, was der Herrscher dir gezeigt hat, hat dir nicht gefallen. Und deswegen habe ich das Gefühl, ging es hier irgendwie auseinander. Vielleicht hast du diese Person verlassen, vielleicht hat diese Person dich verlassen. Ich will mal erstmal weiter abklären, meine lieben Fische. Der Turm im Hier und Jetzt. Rebuild. Okay. Rat des Schicksals. Interessant. Ritter der Münzen. Okay. Das sieht für mich sehr stark nach einer verflossenen Liebe aus, die sich hier wieder meldet. Die 2 Kelche. Die 9 Schwerter, die 4 Schwerter. Der Magier an der Unterseite des Decks. Und die 9 Stäbe. Oh, okay. Aztec, oh, okay. Page der Münzen. Die Königin der Schwerter schaut jetzt hier auch noch auf den Super-Duper-Kelch. Just saying. Okay. Offensichtlich gibt es in diesem Sommer auch viele, viele Chancen auf zweite Chancen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass du hier ein ernst gemeintes Angebot bekommst. Der Magier, Ass der Kelche, Page der Münzen, dass sich hier jemand bei dir meldet, dass vielleicht auch du dich bei jemandem meldest, ne? Du weißt am besten, wie die Rollen hier sind, weil die Voraussetzungen dieses Mal anders sind, ne? Der Magier spricht von den Voraussetzungen, die man hat, etwas neu zu beginnen. Und ich habe das Gefühl, es gibt neue Voraussetzungen, weil man hier was gelernt hat.
du sowohl vielleicht auch als, als dein Gegenüber. Ich glaube, dass hier jemand ankommt, jemand, den du tatsächlich hinter dir gelassen hast oder vielleicht auch wirklich jemand, den du losgelassen hast, ne? Release. Und der kommt jetzt hier überraschend, der Turm, überraschend, unerwartet, schicksalshaft in dein Leben zurück. Ne? Der Turm und das Rad des Schicksals. Das sind tatsächlich die Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Das sind zufällige Begegnungen, ne? Zufällig in Anführungsstrichen. Das sind Dinge, die einfach nur das Universum, deine göttliche Führung in der Lage ist, wiederherzustellen, ne? Diese Wege wieder zu kreuzen. Ich glaube, auch mit dem Ritter der Münzen und dem Pagen der Münzen, schon in einer anderen Sicherheit, in einer anderen Beständigkeit oder mit einer anderen Ernsthaftigkeit. Aber ich sehe dich, zumindest auch, weil du jetzt hier als Königin der Schwerter auftrittst, im ersten Moment nicht total offen dafür. Ich meine, es kann sein, dass die zwei Schwerter auch diesem Gegenüber gehören. Jemand, der gesagt hat, ich hab vorher nicht gesehen, was ich an dir habe, aber jetzt sehe ich's. Ich hätte gerne mal eine Energie zu deinem Gegenüber. Eine Energie zu deinem Gegenüber. Ah, der Page, der... Wow, okay. Also, das wäre jetzt hier die dritte Karte, die Liebenden an der Unterseite des Decks. Das wäre jetzt hier die dritte Karte vom Turmrat des Schicksals und den Liebenden, dass das Universum euch hier nochmal zusammenführt. Ne? Dass möglicherweise auch mit dem Rat des Schicksals zur richtigen Zeit am richtigen Ort jetzt. Wowski. Oh, wowski. Eine Energie zu deinem Gegenüber. Die Herrscherin, die Hohepriesterin, deine Karte, meine Lieben. Und der Page der Stäbe. Also, ich glaube, um ehrlich zu sein, was hier nichts weniger als du bist meine Seelenverwandte. Ne? Herrscher, Herrscherin, Seele, Hohepriesterin. Du bist das, wo, mit der ich, mit der oder dem, ne, auch bitte Geschlechterkarten neutral deuten, du bist die, mit der ich mir eine Zukunft vorstelle. Da ist ganz tief empfundene Liebe, aber eben mit dem Magier und dem Pagen der Stäbe offensichtlich unter neuen Voraussetzungen, losgelöst von der Energie. Also, natürlich kann das hier auch ein Transformationsprozess von deinem Herrscher sein, ne? Von deinem Gegenüber, dass da in der Vergangenheit einfach, dass du gesehen hast, ne? Damit es eine Zukunft hat, muss der Herrscher einfach noch ein paar Dinge hinter sich lassen, ein paar Dinge transformieren, ein paar Dinge releasen. Und vielleicht ist das jetzt eben passiert. Ne? Vielleicht ist das jetzt passiert und dein Gegenüber hat sich jetzt dir geöffnet, sich selbst geöffnet, dieser Verbindung geöffnet, ist jetzt bereit, wirklich ernsthaft zu werden. Ne? Ritter der Münzen, Page der Münzen. Wirklich zu sagen, ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Ne? Ich bin bereit, mit dir zusammenzukommen. Was ich hier wahrnehme, also klar, mit den neuen Stäben nehme ich wahr, dieses Coming Together ist schon, ne, mit der Person aus der Vergangenheit, mit den neuen Stäben. Ich glaube auch, dass es hier bestimmte Verletzungen gab, die dir noch ein bisschen Sorge bereiten, aber irgendwie legen sich diese Sorgen. Also, ne, die vier Schwerter ist eine Heilungsenergie, der Mann auf den neuen Stäben, der hat zwar seine Verletzungen, aber er kann sich möglicherweise wirklich auch, er kann lernen hier im Miteinander, in dem Fall du oder ihr beide, ne, im Miteinander diese Verletzungen eben zu heilen und auch die Sorgen aus dem Weg zu räumen, und sich sowohl du als auch dein Gegenüber sich hier unter neuen Voraussetzungen hier wieder aufeinander einzulassen.
Die acht Schwerter auf dem Kopf, der Mond auf dem Kopf. Also ich habe das Gefühl, hier kann viel geklärt werden. Ja, der Page der Schwerter. Ne, die Liebenden ist Zwillinge-Energie. Zwillinge spricht von Kommunikation, genauso wie der Magier. Das ist auch Merkur-Energie. Also ich habe das Gefühl, hier können viele, viele Dinge aus dem Weg geräumt werden, viele Dinge geklärt werden. Ich glaube auch, dass hier gerade mit dieser Page der Stäbe und der Herrscherin und der Hohen Priesterin, ne, das ist ja die Energie zu deinem Gegenüber, dass hier jemand schon tief blicken lässt, dass hier schon jemand auch klar Stellung beziehen kann. Ich hätte gerne noch eine Karte hier, bevor ich ins Extended einsteige. Also hier liegt das Ende einer schweren Phase. Wow. Das Ende einer schweren Phase liegt hier. Aber hier liegt definitiv so dieses unvollendete Sinfonie. Eure Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben, ne? Eure Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Ergebnisse in Reichweite. Okay. Ich hätte gerne auch ein Rebuild, ne? Also der Wiederaufbau. Und das nehme ich auch so wahr. Der Wiederaufbau einer Partnerschaft. Unter neuen Voraussetzungen, ne? Der Magier, Ass der Kelche, Page der Münzen. Die Emotionen laufen auf Hochtouren. Okay, kann ich mir vorstellen, meine lieben Fische? Hier ist sehr viel emotionale Energie, gerade hier mit dem Ast der Kelche, acht Kelche, der Herrscherin, Fische-Energie, Skorpion-Energie, zwei Kelche. Emotionen laufen auf Hochtouren. Also ich habe das Gefühl, dass dich das schon durcheinander wirbelt, ne? Neun Schwerter, dass da schon auch natürlich, ne? Gerade wenn ihr wirklich schwere Zeiten, ich weiß nicht, wie schwer eure Zeiten waren. Aber wenn ihr schwere Zeiten hattet und dann kommt jetzt jemand daher und sagt jetzt, ne, alles, was du vielleicht zum damaligen Zeitpunkt hören wolltest, lässt tief blicken, ne, gesteht dir wirklich seine Gefühle, sagt, ey Fische, du hohe Priesterin, ne, du bist die für mich bestimmt ist. Ich wünsche mir eine Zukunft mit dir. Ich will alles besser machen, auch eine Pagenenergie. Ich habe was verstanden, ich habe was gelernt, aber ich bin auch noch bereit, noch viel mehr zu lernen. Und dass man da erstmal in so eine Energie kommt von, das bringt mich total durcheinander. Ich muss da erst drüber nachdenken. Meine Emotionen gehen miteinander durch. Und das vielleicht auch hier mit den zwei Schwertern. Der allererste Step, der ist zu sagen, keine Ahnung, ich weiß nicht so recht. Also was ich hier nicht sehe, ist, dass du hier sofort ganz, ganz, ganz weit dein Herz öffnest und sagst, ja, endlich kommst du, sondern das ist, ne, dass dieses Wiederzusammenkommen definitiv aufgrund eurer Vergangenheit noch mit Zweifeln und Sorgen behaftet ist. Meine lieben Fische, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Definitiv noch so ein bisschen mehr auf das, was im Hier und Jetzt passiert. Denn ich könnte mir auch vorstellen, dass dein Gegenüber hier mit seinem, ne, mit seinem Ritter der Münzen vielleicht auch erstmal so ein bisschen eine gewisse Blockade, an einen gewissen Zaun, ne, ja, an eine gewisse Grenze heranreitet. Und das kann deine Grenze sein. Ich möchte wissen, was da in der Vergangenheit passiert ist, ne? Weil manchmal passieren Dinge, die so krass sind, dass sie, ne, dass egal was das Universum hier für einen Grund hat, euch wieder zusammenzuführen, und den will ich auch nachfragen. Aber dass man das eben nicht komplett ausradieren kann, ne? Dass diese neuen Schwerter nicht, nur weil hier jemand kommt und sagt, ich hätte gerne eine zweite Chance oder, ne, jetzt habe ich es verstanden, dass man da sofort wieder alles, was mal war, streichen kann. Deswegen, ich schaue einfach, was das Universum hier für einen Grund hat, euch hier nochmal zusammenzuführen. Ich glaube, mit den zwei Kelchen jetzt schon sagen zu können, ne? Coming together. Aber irgendwie fühle ich, dass da noch ein Hindernis ist.
Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen, meine lieben Fische, ich glaube, dass hier jemand aus der Vergangenheit zurückkommt. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann hast du da keinen Bock drauf. Ne? Keine Energie ist, ist stärker als der freie Wille. Aber hier gibt es irgendein Unfinished Business. Hier gibt es irgendetwas, was das Universum sagt, hey, ihr beide, ihr habt noch was zu klären. Und vielleicht ist es mehr als das. Ne? Mit Rebuild, Rat des Schicksals, Herrscher, Herrscherin, den Liebenden, coming together. Vielleicht stimmen eben jetzt die Voraussetzungen. Das Rad des Schicksals ist Divine Timing, das göttliche Zeitmaß. Vielleicht, ne, gab es hier, mussten hier in der Vergangenheit erst bestimmte Veränderungen passieren, damit ihr eine Chance auf eine Zukunft habt. Die sind passiert und jetzt geht es darum, eben diesen Wiederaufbau zumindest sich mal anzuschauen, gerade hier mit dem Magier, dem Ass der Kelche und dem Pagen der Münzen. Was genau wurde hier verstanden? Wie genau sind die Voraussetzungen für einen Neuanfang? Weil ohne dir das anzuschauen, ne? Also ich habe das Gefühl, dir zu sagen, egal ob du da jetzt ein Juhu schreist oder nicht Juhu schreist, ne? Nicht von vornherein ja oder nein, ne? Nicht voreilig, nicht turmmäßig eine Entscheidung treffen, die begründet ist auf den vergangenen Erfahrungen, sondern wirklich nochmal hinzugehen, Ritter der Münzen, und zu sagen, ich schaue es mir an, ich schaue an, unter welchen Voraussetzungen hat das Universum jetzt einen Grund, mich mit dieser Person wieder zu konfrontieren. Weil entweder darfst du hier noch was lernen oder was sehen, oder die Voraussetzungen haben sich wirklich total verändert. Die Voraussetzungen stimmen eben erst jetzt, um zusammenzukommen in Form von einer Partnerschaft. Und dieses Zusammenkommen in Form von einer Partnerschaft beinhaltet dann eben auch, das, was mal war, aufzuarbeiten und in einer Miteinander-Energie die Sorgen, die Zweifel, die Ängste auszumerzen, zu heilen, Gespräche zu führen, um eben auch wieder ein gewisses Vertrauen zu schaffen. Meine lieben Fische, also der Ratschlag, den ich hier an euch habe, ist, geh, egal was ihr erlebt habt, geh unvoreingenommen dran, sag nicht sofort ja, sag nicht sofort nein, sondern schau, was genau ist der Grund vom Universum, dass wir beide uns hier irgendwie gerade wieder begegnen. Weil entweder es ist tatsächlich eine Chance auf Zusammenkommen oder es ist eine Chance auf irgendein unfinished business, ne? Haken dran, Klärung, whatever. Ne? Es kann auch hier sein, diese Energie zu sagen, okay, jetzt kann ich jetzt mit diesem Wissen, mit dieser Konfrontation, kann ich es endlich hinter mir lassen, kann auch meine Zweifel hinter mir lassen und kann von dem, was mal war, heilen, um mit der Person, die wirklich für mich bestimmt ist, dann auch, ne, Richtung Sommer zusammenzukommen. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!